Brüder und Schwestern, Schaf und Schäfin im Geiste der Kunst. Gepriesen sei der Herr und seine Malerei. Was gibt uns mehr Ruhe, Frieden und vor allem Erkenntnis im Sinne des Glaubens als ein ordentliches Heiligenbild? Welches durch Malen nach Zahlen, nach Katechismus in der Bibelstunde entstand. Da wissen wir, welche Kraft deiner Sieben innewohnt. Sieben, klar definiertes Rot. So sieht das Blut des Herrn aus und elf sein Leib. Da gibt es keine Schattierung, die Schöpfung ist deutlich. Das ist Blut und Blut ist sieben Rot. So wie der Himmel fünf blau ist und elf der Leib weiß. Der Herr schuf die Farbenlehre, die Perspektive und die Pinselführung. Ein Pinsel ist ein von Gott gewolltes Werkzeug zur Einführung in die Strichlehre. Was wäre Adam ohne klaren Strich? Ein Komma in der ewigen Verdammnis der unbefleckten Empfängnis. Gerade die katholische Kirche gibt sich seit Jahrhunderten der Reinheit und Ästhetik des Striches hin. Und wo könnte diese Reinheit sich besser darstellen? Unberührten Gnadenkörper, der unser ganzes Ringen um Festigkeit ausdrückt. Wieder werden wir in Versuchung geführt, von dieser Festigkeit abzulassen. Aber in tiefer Demut nehmen wir diese Anfechtung an und stehen unseren Brüdern bei. Brüder, die sich in unseren Gemeinden aufopfern. Lasst uns einen Moment innehalten und ihrer gedenken. Verfolgt von Teufeln und nur von ihren Bischöfen geschützt, geben sie nicht auf mit inniglicher Pinselführung, die Jugend an die Liebe zum Akt der Schöpfung zu geleiten. Wir haben schon immer die Reinheit, Unschuld und Unberührtheit über die Verwerflichkeit, Versuchung und Amoral gestellt. Was könnte unsere Blicke mehr in göttliche Ekstase bringen? Verzückung unserer Märtyrer. Im Halbdunkel des Kirchenschiffs, gleich neben dem Opferstock, die realistische Abbildung des heiligen Sebastian. Kunst im Auftrag des Herrn soll unsere Seele befriedigen. Befrieden. Solchen Frieden finden wir besonders in den Zügen Johannes des Täufers wieder, der uns mahnt, wie unwichtig doch der Körper ist. Der Geist, die Art des Geistes, die Geistesart, eben nicht geartet, ach wie auch immer, die Art, wie wir atmen, macht unsere Art aus. Selbst in der weiblichen Art der Schöpfung erreicht römisch-katholische Art eine Art artgerechte Darstellung, eine Madonna mit Kind. Das Jugendbild bitte zuerst. Danke. Die wahre Bestimmung einer Frau, fest im Glauben an die männliche Artmacht, Allmacht. Wir sehen nun das Alterswerk ganz im Vertrauen an die Entlösung. Erlösung. Zum Abschluss unseres artestamentarischen Seminars das Bild, welches uns immer wieder die göttliche Vorsehung und Bestimmung vor Augen führt. Symbol einer artigen Gesellschaft, voller Wert, fest in Strich und Pinsel. Der Mann als von Gott vorgegebene Schöpfung ohne Verfälschung, denn wie steht schon geschrieben, ich bin der Herr. Keine andere Art haben neben mir. Amen. Heute hier in der Corneliuskapelle auf dem Klappstuhl sitzt seine Exzellenz, Weihbischof von Köln, Dr. Rainer Maria Wölki. Glauben Sie an Wunder? Also ich glaube an Wunder, zum Beispiel daran, dass ich jetzt vor einiger Zeit einen Jungen getauft und gefirmt habe. Musik.
Das nennt man dann wohl mal einen klassischen Freudchen, ne?